Und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Anoushka Loves Egypt. Ich erzähle euch, wie mein erstes Mal in Ägypten war, und das war 2014. Ich habe schon den ersten Teil gemacht, da waren wir bei den Pyramiden und im koptischen Viertel in Kairo. Und einen zweiten Teil gibt es auch, da waren wir dann in Ismailia, da haben wir ein Museum angeschaut und waren auch schwimmen, und ich habe euch von meinem Kulturschock erzählt. Und nun kommt jetzt der dritte Teil. Da gehen wir nach El Tur im Sinai-Gebirge und nach Sharm el-Sheikh. Seid gespannt. So, Leute, hast du gut geschlafen? Ja. Ja, an ja kurz der Uhr. Wir nach 17 Grad in Türkei. 17 Grad. Das ist ein Tur Sina, da sind wir spazieren gegangen. Und da hinten sieht man eine koptische Kirche. Lukas Bruder wohnt mit seiner Familie auch in El Tur, Tur Sinai genannt. Und hier sind wir ungefähr 500 Meter von Merrek. Geradeaus, da wo die Seepferdchen sind, da geht's zum Meer. Und diese Querstraße ist am Meer entlang, und da gehen wir jetzt hin zu einer griechischen orthodoxen Kirche. Die schauen wir uns an. Leider darf man da nicht viel filmen, aber ein bisschen kann ich euch dann zeigen. Die ist sehr schön. Wenn man dorthin gehen möchte, muss man seinen Ausweis mitnehmen, also nicht vergessen, weil das wird halt kontrolliert, damit der Ort geschützt ist, und wenn man den dann zeigt, dann kann man reingehen. Wir sitzen hier im Besucherzimmer, weil Luca wollte mit dem Priester sprechen. Hm? Stroh, oder? Das war nicht in Schüler. Luca hat mit dem Priester auf Griechisch gesprochen, weil Luca kann auch Griechisch. Die Moses hat bleibe hier viele Jahre in Schüler. Hier ist eine Bootsfirma, die aus Holz Boote und Schiffe herstellt. Genau, Musa hat gemacht, und Israel. Man glaubt, dass hier das Volk Israel gelagert hat mit Mose. Ich glaube nicht, dass diese Häuser damals auch schon da standen. Luca meint, dass die Häuser auch schon damals da standen. Wir sind wieder auf dem Rückweg. Man sieht, hier ist gar nicht so viel los, was mir sehr gefällt. Es ist eine Kleinstadt, keine Großstadt, wo ständig Trubel ist. Und da gibt es auch alles, was man braucht. Also da ist ein großer Markt im Zentrum. Wir haben auch mal überlegt, hier eine Wohnung zu kaufen. Aber Luca fand Rasida interessanter, weil da ist es billiger als in Tur Sinai. Und man ist näher an Kairo. Und Kairo ist jetzt auch nicht so teuer wie Sharm el-Sheikh. Wir waren auch im Moses-Bad, und dazu habe ich auch ein Video gemacht. Und das verlinke ich euch, dann könnt ihr das gerne anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber jetzt zeige ich euch, was wir in Sharm el-Sheikh gemacht haben. Die Ägypter, die lieben diese Stadt, allerdings ist diese Stadt sehr teuer, sowohl für Ägypter als auch für manche Touristen. Manche gehen dann doch lieber nach Hurghada, weil das billiger ist, aber Sharm el-Sheikh ist doch viel schöner als Hurghada.
Und jetzt zeige ich euch, was wir da gemacht haben. الخضره فعلا حلوه اوريهم تعالوا قريب تعالوا تعالوا كافي العربيه لا 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 جميله انا Der Platz heißt Hollywood. Da hat es viele Bars, Cafés und Geschäfte, wo man einkaufen kann. So mit Touristensouvenire und so weiter. Und da hat es auch diese Brunnen. Da machen die immer so Wasserspiele, auch mit Musik. Allerdings muss ich die Musik rausnehmen, weil auf YouTube kann man die nicht drauflassen wegen dem Urheberrecht. Ich werde dann andere Musik drunter machen, die erlaubt ist. Es passt vielleicht dann nicht so ganz, aber es ist dann halt nicht so ganz stumm. Das ist jetzt so ein Wasserspiel und ich mache da Musik drunter, damit es nicht so ganz ruhig ist. Da war auch eine Bühne, wo die Tänze vorgeführt haben. Das ist kostenlos. Da ist eine Bar davor, da kann man sich dann was zu trinken kaufen und sich davor setzen und die Tänze anschauen. Natürlich war da auch Musik, die habe ich dann auch wieder rausgenommen und was anderes drüber gemacht.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt jetzt Sharm el-Sheikh nicht so, weil das einfach eine Stadt ist, die für Touristen gemacht ist und nicht das wahre Ägypten zeigt. Ich gehe dieses Jahr wieder nach Ägypten und wenn ihr da die Videos sehen wollt, da werde ich auch ganz viele machen, dann gerne abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Dann bis zum nächsten Mal. Salam!